Schönen Tag allerseits. Jetzt stehen wir also hier vor dem Berliner Rouladenhaus in Spandau und sind ganz gespannt. Die Frage ist nämlich, wie kommt eigentlich hier das Bier in den Keller? Normalerweise kommt ja da so ein Wagen mit Pferden vor und lauter Fässern, die werden dann in den Keller gerollt. Aber hier ist es ein bisschen anders. Hier kommt nämlich ein Tankwagen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und da sieht es so aus, als ob da was kommt. Da steht nämlich dran, ein frischer Schluck Berlin. Morgen. Guten Morgen. Wir können es ja kaum erwarten, zu gucken, wie das Bier jetzt da in den Keller reinkommt. Hallo hier. Ich habe ja keine Ahnung eigentlich, was jetzt passiert. Also da kommen jetzt 1000 Liter Bier kommen in dieses Fass rein. So. Wir haben zwei Anschlussstücke mitgebracht. Wo dann praktisch das Bier reingeleitet wird in den Füllbeutel. Da in diesem Behälter ein Füllbeutel kommt, oder Füllsack. Und der würde mit diesem neuen Anschluss verbunden. Das heißt, also pro Füllung ist jeweils immer ein neuer Sack, ein Plastiksack ist das? Pro Füllung ist ein sauber hygienischer Plastiksack vorhanden und der wird dann auch wieder reingelegt, um dass keine Keime oder irgendwas entstehen. Und der Sack wird nachher sozusagen mit Pressluft von außen zusammengedrückt? Der Sack, wenn der drinnen und eingelegt ist, dann wird er mit einem Gegendruck, der wird von uns vom Auto über diesen Schlauch geführt und dann wird auf den Sack ein Gegendruck ausgeübt und dann, wenn wir das Bier reinpumpen, dann wird der Gegendruck mit der Pumpe, mit dem Bier wieder nach oben und nach draußen rausgeleitet. Ja. Und das ist Bier nicht aufschäumt. Und die Kohlensäure, die ist direkt in dem Bier schon enthalten. Die braucht der Gastwirt nicht mehr zuführen. Das ist natürlich eindeutig, weil sonst gibt es ja keinen Schaum. Ich hatte jetzt eigentlich erst gedacht, der Sack wird nur zusammengepresst und habe mir schon überlegt, wie das Bier dann anschließend schäumt, weil der die Kohlensäure fehlt. Aber das heißt, ist nicht so. Wir haben auf dem Fahrzeug Kohlensäureflaschen. Und dadurch, weil ja Bier runtergeht, von, hier haben wir einen bestimmten Druck auf unsere Tanks. Und die sorgen dann dafür, dass im Tank oder während des Transportes keine Kohlensäure vom Bier verloren geht. Okay. Durch die Luft oder? Das bedeutet also, es ist wirklich so, es ist 0 Liter, also noch nicht mal mehr ein halber Liter oder so ist jetzt drin. Wenn der Tank richtig steht und er würde richtig dafür gesorgt, dass irgendwo leer gemacht wird, ist er komplett leer. Hier ist er richtig trocken. Desinfizieren nochmal, wenn da die neuen Anschlussstücke rankommen.
Ja, da schlägt das deutsche Reinheitsgebot wieder zu. Hat keine Chemie drin, das heißt, es muss also wirklich hundertprozentig desinfiziert werden. Neue Spannung hier. Das ist immer so eine Lauge, da ist auch noch so ein Mittel drin. Das hat ja nicht auf den Transport irgendwelche Luft oder so. Und der rollt sich hier praktisch alleine aus. Jetzt haben wir eine Fernbedienung und dann können wir unser Fahrzeug von hier unten bedienen. Mit Luftpumpen pumpen wir einen Druck von ungefähr 1 Bar. Wenn Sie jetzt richtig verstanden, in dem Tank sind 1000 Liter Bier nachher drin. 1000 drin, aber wir machen 980 rein. Da haben wir ein kleines bisschen Differenz. Da kann das mit den Plastiksäcken nichts passieren, dass sie mal kaputt gehen oder irgendwie platzen. In dem normalen Bierfass früher waren drin 100 Liter oder 50 in den großen Fässern? Die ganzen alten Fässer, was noch Holzfässer waren, war früher waren 100. Ja. Ihr habt auch die teilweise immer noch Alufässer und sowas als 100er. Ne? Und dann kam daher in den 90er Jahren, also, glaube ich, kam daher alles 50 Liter Fässer. Also 20 Fässer brauchen jetzt nicht geschleppt zu werden, wenn ich das richtig rechne. 20 mal 50 wäre 1000, also so 19 Fässer nicht auf dem Buckel. Genau. Und jetzt kommt der Bier über den Schlauch. Hier. Wird von unten reingedrückt. 50 Stück. Hier ist vielleicht günstiger anzukommen. Also dann werde ich mal versuchen, ob ich da was sehe. Ja. Da hinten, dann kann man nochmal hinten da am Ende, das ist das Ende. Ja. Ganz oben, noch höher, noch höher, noch höher. Und da ist dann auch eine Skala. Wenn man reinleuchtet, kann man jederzeit ablesen, wie viel Bier noch drin ist. Wie seht ihr da hinten am Ende? Ja. Mich würde ja mal interessieren, gibt es eigentlich irgendjemand, der da sagt, oder gibt es Kunden, die sagen, das Bier schmeckt anders oder das Bier schmeckt schlechter oder schmeckt auch besser vielleicht oder so? Oder gibt es da gar keinen, der das überhaupt weiß? Also eigentlich gibt es da keine Unterschiede, soweit ich im Kundenbereich gehört habe. Alle sind zufrieden mit so einer Tankanlage, haben sie weniger Arbeit, ist einmal angeschlossen, können sie fast 1000 Liter rausziehen mit einmal. Brauchen die laufen hoch und runter rennen, alles neu anschließen. Kein Kohlensäureverlust oder überhaupt kein Einsatz von Kohlensäure hier bei den Tanks, weil die Kohlensäure im Bier enthalten ist. Wie lange dauert es, bis der Tank normalerweise voll ist? Was haben wir ja, Viertelstunde? Oh ja. 10 Minuten, Viertelstunde. Kommt immer darauf an, wie stark der Gegendruck ist und wie weit der im Schlauch. Kommt ja darauf an, wenn er sehr berghoch geht mit der Pumpe, dauert es länger und hier wird alles im Keller drin, dann pumpt die Pumpe nicht so leicht auch. Ist ja dann normal, gleich runter, leichter. Ist klar. Hat ziemlich 20 Jahre, glaube ich, gibt es die Fässer schon. Liegt also etwa richtig? Die Tanks? Die Tanks, nicht die Fässer, schon die Tanks, ja. Also, ich bin seit 1990 dabei, da gab es schon die Tanks. Aber dann gab es nicht diese länglichen Tanks, sondern Kugeltanks. Mhm. Und die gibt es bestimmt schon 5 Jahre länger. Also, ich möchte, glaube ich, so 25, 30 Jahre gibt es schon Tankbier, sagen wir mal. Pass ist voll. Passt. Das ist eine intensive Reinigung vom Tank. Da wird der ganze Tank komplett durchgereinigt. Das dauert ein paar Stunden. Da wird sich Liter Wasser kommen, da durchgeschossen. Und da sichern sie sich schon ab, dass er spazieren. Und dass auch keiner Bier mitnimmt, sozusagen. Der Nachtwächter zum Beispiel. Ja, aber hör mal damit. Außerdem geht das alles über Zählwerk. Wir haben ein Zählwerk am Auto, das wird alles auf jeden Liter. Und so, ja, was im Schlauch ist, da haben wir Zähler, wenn der das ablässt, dass wir die 70 Liter, was im Schlauch sind, oder fast 80 Liter, dass wir nachweisen können, dass es um den Hof geblieben ist. Nicht, dass es nachher fragt, wo habt ihr denn laufende Bier gelassen? Das ist schon alles so gemacht, dass man so. Kann man auch an einem Tag mehrere Sorten Bier transportieren? Ja, oder muss da jedes Mal gewaschen werden? Oder? Nein, wir haben 2 Tanks drin. Und
da passen wir auf, dass wir an jedem Tag die gleichen Wege. Hier wird die Luft drin gepumpt, dann wird das Bier rausgedrückt. Das war's. Das war's. Kompressor. Ich wollte erwähnen, früher haben wir die ganze mit Kohlensäure leer gedrückt und heute wird die mit Kompressor gedrückt.